Aber hier haben wir immerhin nur minus 77.000 Euro. Also, wir gehen nur zu Vereinen, die Schulden haben. Das kann ja wohl nicht wahr sein eigentlich. Aber es scheint wohl in den unteren Ligen eher gang und gäbe zu sein. Vielleicht sind jetzt ja einige Spieler auch gleich wieder fit. Die Gelbsperren sind auf jeden Fall abgelaufen. Das heißt, wir können wieder die beste Mannschaft aufstellen. Gegen Hüls spielen wir jetzt. Hab ich noch nie gehört den Namen. Moritz Joos gehörte tatsächlich zu uns. Oh, habe ich gerade übersehen. Der gehörte tatsächlich zu uns. Das heißt, wir haben in Unterzahl gespielt. Oh, sorry, habe ich nicht gesehen. Dann, sorry, habe ich echt nicht gemerkt. Dann fehlte der einfach da in der Auflistung hier. So, das linke Mittelfeld kann man reinbringen. Also die Verletzungen sind nicht mehr da, die Gelbsperren sind abgelaufen, außer jetzt Joos. Was haben wir noch? Irgendwelchen Spieler, die wir reinbringen sollten? Defensives Mittelfeld vielleicht? Kittel, ja. Florian Kittel. Der Name kommt mir bekannt vor. Kittel heißt, glaube ich, einer bei Frankfurt, ne? Also ich meine jetzt, der wirklich spielt. So, ich glaube, mit der Aufstellung, wir haben ja schon das nächste Spiel, mit der Aufstellung gehen wir es an. So. Ja, würde ich sagen, gegen Hüls geht's jetzt. Tabellen 15, da sind die. Gebt euer Bestes. Naja, das was bringt. Wir werden sehen, aber gegen den Tabellen 15 darf man gerne schon mal gewinnen. So, Viertelstunde rum. Noch nichts wirklich Spannendes passiert, noch nicht mal eine gelbe Karte. Und dafür scheint unser Verein ja doch eher bekannt zu sein. Aber immerhin kleinere Chancen für uns, für Aalen. Und jetzt gibt es auch immerhin schon mal die gelbe Karte für uns. Kölbel. Also Kölbel gehört zu uns. Stimmt, kann man eigentlich auch an den Farben sehen. Rot sind in dem Fall wir, blau ist Hüls. Ja, wir führen in gelben Karten, das ist ja schon mal was. Und wir gehen mit 0-0 in die Pause. Das könnte durchaus besser laufen. So, Kral. Aha, ich weiß nicht. Das ist halt so, dass das Rating nicht wirklich ähnlich ist. Können wir, wenn wir Reinhardt ein bisschen nach vorne setzen? Ja, können wir noch machen. Okay, die scheinen doch ziemlich down zu sein. Wenn hier steht, man kann die Angst in der Kabine spüren, dann ist das nicht so gut. So, wir haben Bund gerade rausgenommen, das heißt, den sollten wir jetzt nicht hier ansprechen. War ganz okay, glaube ich, die Ansprache. Komm schon, wir können das ja gewinnen und dann sind wir eigentlich durch. Das ist eigentlich schon unser dritter Verein diese Saison. Habe ich auch noch nie gehabt. Aber manchmal hat man einfach Pech oder ich habe irgendwas total falsch gemacht, keine Ahnung. Aber ich kann versprechen, dass es nächste Saison besser läuft. So, ich glaube, wir wechseln nochmal aus. Wir können ja noch zweimal. Kittel. Ja. Vielleicht bringen wir dafür mal Völling. Und ansonsten Kölbel und tauschen wir den mal mit Frommelt. Mal gucken, was der so kann. Eine Viertelstunde haben sie ja noch, um sich hier zu beweisen, vielleicht noch das ein oder andere Tor zu schießen oder überhaupt mal ein Tor, was auch ganz schön wäre. Aber das Spiel fällt eigentlich nur durch gelbe Karten auf. Schlusspfiff. Es ist so gut wie nichts passiert. Es gab ein paar gelbe Karten, aber es ist nichts passiert. Krass, wir rutschen immer weiter ab. Aber die letzten Ergebnisse, also wir haben jetzt einmal verloren, einmal unentschieden. Aber vorher Niederlage, Niederlage, Sieg.
Das heißt, der Trainer ist mit einem Sieg entlassen worden. Oh, gegen Duisburg. Spielen wir jetzt gegen die zweite von Duisburg. Ob wir da gewinnen? So, Angebot für Tribünennamen. Da können wir ein bisschen Geld holen, allerdings. Ihr Mittelfeldspieler Völling bittet sie um ein persönliches Gespräch und möchte wissen, ob für seine Position in der kommenden Saison Verstärkungen geplant sind. Was antworten Sie? Wir werden definitiv Verstärkungen holen. Davon kann er ausgehen. Wir werden, das weiß er ja noch nicht, aber wir werden ja nächste Saison ein bisschen mehr Geld hier reinhauen. Ja, wir lügen ihn mal. Wir lügen ihn nicht an. So rum. Er wirkt ziemlich geschockt. Ja, warum fragt er denn dann? Namensrechte würde ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. 4 Spieler haben nächste Saison keinen Vertrag. Gucken wir mal, ob das jetzt wirklich wichtige Spieler für den Verein sind. Ansonsten können wir die, glaube ich, auslaufen lassen, die Verträge. Ah, Kittel würde ich sogar noch verlängern. Den Vertrag. So. Akzeptabel. Und Eisele. Nee, Eisele machen wir nicht mehr. In der zweiten Mannschaft. Auch nicht so besonders. Also ich glaube nichts, was uns jetzt wirklich weiterbringt. Langfristig. Ja, Kittel soll natürlich der Vertrag verlängert werden. Der ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und er verlängert sehr gut. Kaum legen wir ihm den Vertrag vor, schon unterschreibt er. So. Meisterprognose ist ja Aachen. Also wir würden demnach auf Platz 9 stehen am Ende. 1-1 gegen Duisburg. 1-0 Sieg gegen Köln. Und 0-0 gegen Dornberg. Also wir würden nicht mehr verlieren laut der Prognose. Ich möchte das mal bezweifeln. Aber gut, es kann ja alles passieren. Alles möglich. So, Moritz Jos, komm wieder zurück. Komm wieder zurück nach Gelb-Rot-Sperre. Die haben aber auch gelbe. Hier Eisele und Bortel. So, was haben wir hier? Florian Kittel und schreibt, der Feind in meiner Trainingsgruppe. Können wir die ändern? Ja. Moment, wie hießen die jetzt? Das waren Krieger und... Nee, gar nicht. Krieger heißt unser Co-Trainer. Gral und Hund. Die dürfen nicht zusammen sein. Die mögen sich nicht. Wie kann ich die denn umsetzen? Gral... So, ich setze ihn dahin. Alles klar. Gut. Das ist natürlich nicht die optimale Situation. Also so soll es eigentlich nicht laufen, dass die sich überhaupt nicht mögen. Gebt euer Bestes. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man hier sagen kann. Die Duisburger sind Zweiter. Sind fast sicher aufgestiegen. Können, glaube ich, wahrscheinlich heute aufsteigen. Also die... Prognose hat uns hier ein Unentschieden prophezeit, damit wäre ich recht zufrieden. Obwohl, wir könnten auch mal gewinnen. Ich finde, ein Sieg wäre auch mal möglich. Aber Abstieg ist, glaube ich, auch punktemäßig für uns gar nicht mehr drin. 1-0 Rückstand. Die Duisburger sind vorne. Wo bleibt unsere Antwort? Da müssen wir doch jetzt irgendwie drauf reagieren. Da sind bisher keinerlei Torchancen hier zu sehen. Auf unserer Seite... Duisburger kriegen gelb. Das war jetzt nicht so erfolgreich. So, Gral raus. Eisele auch raus. Das kann ja wohl nicht wahr sein, wie die hier spielen. Und Reinhardt rein. So. Das muss ja irgendwie möglich sein jetzt. Ich hoffe, ich werde jetzt hier keinen Spieler erwischen, den ich gerade ausgewechselt habe.
Gral hatte ich. Oh je. Köbel hatte ich. Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht sagen. So. Ansprache war relativ okay, würde ich sagen. Na, also jetzt geht doch mal was in unsere Richtung hier. War immerhin schon mal ein Strich. Duisburger kontern gleich mit einer besseren Chance. Wir haben noch keine gelbe Karte bekommen. Kaum sage ich es, kriegen wir eine. Gewechselt haben wir schon dreimal. Ja, genau. Auch noch. Jod, ja, Kittel auch noch. Alle gelbe Karten. Und wir haben nur noch 10 Minuten Zeit, um hier ein Tor zu schießen. Wäre mal an der Zeit. Haben wir überhaupt schon ein Tor geschossen hier mit Aalen? 5 Minuten noch. Wir haben schon alle Wechsel durch. Wir können nichts mehr machen. Großchance für uns, aber wir machen das Tor einfach nicht. Schlusspfiff. Niederlage in Duisburg. Wir haben 4 Punkte Vorsprung. Es sind noch 2 Spiele. Ganz ehrlich, das sollte nicht mehr schief gehen. Und was der Vorstand im Moment denkt, ist uns relativ egal. Wir werden nächste Saison finanziell aufmischen. So. Also es gilt eigentlich nur, diese Saison rumzukriegen und dann halt zu investieren. Was halt deutlich spektakulärer ist. Oh, Köln. Viktoria Köln ist unser nächster Gegner. Da können wir jetzt alles klar machen. Ja, ich glaube, das ist schon die beste Mannschaft, die wir aufstellen können. Aber ich werde trotzdem noch was ändern. Weil die ganze Sache mit Gral und so gefällt mir nicht. Gral raus. Klotz rein. Und dann läuft das, glaube ich, besser. Wenn die sich schon nicht in der Trainingsgruppe mögen, wie machen die dann? Das kann das ja auch nicht in der Aufstellung funktionieren. Das heißt, einer von den beiden muss immer draußen sitzen. Das geht eigentlich auch nicht. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Das ist. Die müssen sich einfach beruflich verstehen. Mindestens verstehen. Die müssen nicht die besten Freunde sein, aber müssen sie wenigstens verstehen können. Das geht ja so nicht. Also mit dem Unentschieden müssen wir eigentlich schon durch sein. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, aber mit einem Sieg sind wir auf jeden Fall durch. Bisher ist aber auch hier nicht viel passiert, muss man ehrlich sagen. 35 Minuten rum und wir haben noch nicht mal eine gelbe Karte. Boah, das ist mal eine Leistung. Eine ganze Halbzeit ohne irgendeine Information zu bekommen, wie das Spiel war. Oder ob jetzt irgendein Tor gefallen ist oder sonstiges. Ja, was sollen wir großartig ändern? Also gar nichts passiert. Nicht mal gelbe Karten oder Tor oder sonstiges. Gar nichts. So, hier Hund. Und Köbel motivieren wir auch nochmal. Sind die Offensivspieler da vorne. Die könnten ja eigentlich auch mal für ein Tor sorgen. Ja, aber das geht genau in die andere Richtung. Was ist denn mit der Mannschaft los? Hertel sieht gelb. Keiner von uns. Kittel sieht gelb. Der gehört zu uns. Okay, dann wechseln wir jetzt aus. So, Eisele geht raus für Völling. Klotz geht raus, Gral kommt rein, Kittel, naja, sollen wir ihn drin drauf lassen? Ich weiß nicht, vielleicht bringen wir mal Frommelt. So, 3 Wechsel durch. Können wir überhaupt noch mal ein Tor schießen? Das wäre ja auch mal ganz nett. Stell dir vor, wir steigen noch ab, das wäre ja furchtbar. Wir werden, glaube ich, sofort entlassen. Und es ist tatsächlich möglich, dieses Spiel auch noch zu verlieren. Das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich falsch?
Aber wir sind sicher drin, wir können nicht mehr absteigen. Jo, wir haben den Klassenerhalt gesichert. Mit einer Niederlage. Wir haben erst einen Punkt geholt. Ja, wieso? Wir sind doch... Wir haben das Saisonziel doch erreicht. Wir sind in der Liga geblieben. Aber auch hier erhöhen sich die Schulden etwas. Wir haben jetzt schon minus 125.000. Aber wir werden mal sehen, wie das so in der nächsten Saison hier so aussieht. Denn das könnte ja interessant werden. So gegen Dornberg. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal Punkt holen, mindestens. So, Reinhardt kommt für Hund. Schieben wir ein bisschen nach vorne. So. Gegen Dornberg. Da wird es doch wohl möglich sein, mal das erste Spiel hier überhaupt zu gewinnen. Wir können das gewinnen. Aha. Wir sind auf jeden Fall schon richtig da. Wir haben schon mal gelb. Riesenchance für Dornberg. Und noch nichts für uns, außer einer gelben Karte. Da wird sich einiges ändern müssen nach dieser Saison. Ah, so langsam. So langsam wird's vielleicht. Das einzig Positive ist, dass wir noch nicht zurückliegen. Und jetzt ist Halbzeit, also eine gelbe Karte. Eisele runter. Mit einer 5,5 kann er nicht erwarten, weiterspielen zu dürfen. Reinhardt tauschen wir mit Hund. Mein Gott. So, hier werden wir noch ein bisschen motivieren. Und so weiter. Jos, das ist unser Innenverteidiger, das weiß ich. Das ist eine gute Sache, dass ich den Namen schon mal kenne. Allerdings weiß ich halt nicht, wie es nächste Saison hier aussieht. Jens Lieberknecht, 1-0 für Dornberg. Was eine Überraschung, wir liegen hinten. 2-0. Marc Mendel, Mandel. Und wenn ich das mal so bemerken darf, ist das, glaube ich, nicht ganz unverdient. So, einmal können wir noch wechseln. So, Klotz können wir rausnehmen, Gral dafür rein. Das 2-0 holen wir niemals mehr auf. 3-0. Die lassen sich hier von TuS Dornberg zerstören. Das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Wow, Jens Kral. Christian Kral, meine ich. 3-1 immerhin. Aber es ist ein bisschen spät. Noch gelb-rot für Dornberg, aber das ist völlig unwichtig. Ja, 3-1 verloren. Also wir können froh sein, dass wir schon vorher relativ safe waren. Letzten drei Spiele verloren, aber gut. Dann wird jetzt hier eine neue Zeit anbrechen. Nürnberg bleibt in der Bundesliga und Kickers Offenbach schlagen Braunschweig in der Relegation zur zweiten Liga. So, dann wollen wir mal schauen. Jetzt kommt so eine Abwertungsrunde zum Saisonende. Das machen wir mal richtig schnell, damit wir hier die Top-Spieler sehen. Wobei ich nicht glaube, dass hier großartig Verbesserungen dabei sind im Jugendbereich. So, insgesamt haben sich 2 Spieler verbessert, 11 Spieler haben sich verschlechtert. Insgesamt hat ihr Team 10 Level verloren.
Gut, da können wir jetzt aber auch nicht so viel für. Wir haben ja quasi nur noch zum Ende übernommen.